Et le pouvoir sexuel. Die Vergnügen, sondern um Macht. Ja, hinzu kommt die Vorstellung, dass der weibliche Körper frei verfügbar ist. Auch das ist eine uralte Vorstellung und grundlegend für den Männlichkeitsmythos. Die Frau ist die Verführerin. Sie ist verantwortlich für das Verlangen, das sie im Mann hervorruft. Sie ist schuld, wenn der Mann zum Raubtier wird. Und der weibliche Körper steht dem Mann frei zur Verfügung. Er hat das Recht, ihn sich zu nehmen. Die Vorstellung der Frau als Verführerin reicht sehr weit zurück. Pandora, Lilith, Eva, sie will den Mann reiten. Sie meinen Lilith, die Dämonin. Pandora ist die mit... der Büchse der Pandora. Mit allen Übeln der Menschheit. Helena von Troja hat allein durch ihre Schönheit einen Krieg entfacht. Es gab und gibt also diese Vorstellung der unheilbringenden, raublustigen Frau. Man beachte, nicht die Männer sind die Raubtiere, sondern die Frauen. Die Frau ist schuld, so war es schon immer. Das ist auch ein Grund dafür, dass sie mundtot gemacht und ihre Stimme systematisch diskreditiert wird. Ihr Körper hat zuerst gesprochen. Ihr Körper ist schuldig.